Es ist Kirtag in Altaussee. Jedes Mal ein Highlight im steirischen Salzkammergut. Tausende pilgern Jahr für Jahr zum wohl gemütlichsten Bierzelt der Region und den zahlreichen Fahrgeschäften. Kiritok in Altaussee ist einfach einzigartig. Die drei Tage sind sehr anstrengend. Es ist aber sehr schön, wenn man auf da Interviews geben darf, wenn man vorne steht. Aber eins muss man auch erwähnen, ich habe ein tolles Team hinter mir, die jetzt schon 14 Tage, 3 Wochen arbeiten. Ein paar Tage haben wir noch, bis wir wieder alles zusammengekramt haben. Und dann feiern wir mal richtig und dann brauchen wir einen Tag mit Ruhe. Im Zelt geht es schon seit den frühen Morgenstunden rund. Tausende Besucher wollen frisch gezapftes Bier, Fisch aus dem Altausseer See und natürlich das wohl beste Grillhändl weit und breit. Es wird schon 60, 65 Grad haben da bei den Grühen hinten. Oben sind wir 6 Grühen. Was wir haben da ungefähr 600 Portionen. Und alle 2-3 Minuten kommt der Spieß runter. Hier in Altaussee lebt man den Zusammenhalt. Das merkt man bei den zahlreichen Helfern. Und beim Bier benötigt man ohnehin jede Hilfe. Es würde mich interessieren, wie viel Bier kann man denn eigentlich schleppen? Maximal 12 halbe. Aber dann geht's nicht mehr. Und wie viel kann man trinken? Das ist Unmengen viel. Während im Festzelt gesungen und ausgelassen gefeiert wird, wartet man vor dem Zelt auf die traditionelle Ankunft der Ebenseer, die sich vom Offensee aus in Richtung Altaussee gemacht haben. Kurz nach 15 Uhr ist es soweit. Eine Gruppe von gut 150 Leuten wird jetzt gebührend empfangen und gleich mit dem Wichtigsten versorgt, flüssiger Nahrung. Ja, wir gehen aber in Ims weg, in den Offensee um 6 in der Früh und dann marschieren wir auf ins Rennen Richtung Wüdensee, da gehen wir vorbei und nach dem Wüdensee ins Appehaus, da übernächtigen wir dabei. Nein, man geht wieder nüchtern weg, nur kommt man nüchtern auch in Wahrheit. Das trifft es am besten. Und durch das, dass sie im Fetschenmarsch spielen, haben sie sich das irgendwann einmal so angefangen, dann schneiden sie Schirm. Wenn in Altaussee Kirtag gefeiert wird, dann trifft man natürlich auch die halbe Sportwelt Österreichs. Nur beim Bierkonsum hält man sich als Spitzensportler dann doch etwas zurück. Das Händl darf man schon essen, aber das Bier eher weniger. Und da haben wir sich heute den Kirtag ausgesucht und ja, da in Ebensee ist voll schön und eine super Stimmung. Und deswegen genießen wir heute den Tag. Also du bist jetzt in Ebensee? Ist das nicht Ebensee? Okay, Altaussee. Ja, ich glaube, das ist jedem selbst überlassen, wie man den Besuch da heute gestaltet. Aber ich glaube, jetzt ein ganzes Jahr durchtrainieren ist auch nicht so positiv. Also gewisse Pausen braucht man dann schon. Aber ich habe mein Kontingent für heuer schon aufgebraucht, also ich bleibe jetzt eher nüchtern. 3 Tage lang war Altaussee nun im Ausnahmezustand. Jetzt darf man sich auf das kommende Jahr freuen, wenn im steirischen Salzkammergut 60 Jahre Kiritok gefeiert werden. Bis dahin hat man noch 12 Monate, um sich auszunüchtern.